Hallo Leute und welcome to my Cribs. Ich stelle euch heute Stubi vor. Und zwar diese wunderschöne Rocker-Location namens Jonas? Achso, LKA Longhorn. LKA Longhorn, wie natürlich jeder hier weiß. In der Rocker-Szene ist es so üblich, dass man überall seine Sticker hinklatscht. Um quasi damit jeder andere auch weiß, wer schon alles hier war. Natürlich alles ausgeschildert für uns drei, weil wir nicht lesen können, extra groß geschrieben. Hier ein richtig geiler Schrank. Ich würde mir den gern mitnehmen, habe bisher aber noch nicht rausgefunden, wie ich das mache, ohne mich dafür körperlich anzustrengen. Den Frontsänger von den Foo Fighters, na, wie geht's da? Ich habe jetzt keinen Bock auf so ein Interview. Ich habe gehört, du nimmst immer im Sitzen auf. Stimmt das? Ich glaube schon. Ich kann es halt. Komisch, dass er Deutsch kann. Naja, gehen wir mal weiter. Kommen wir mal zum wunderschönen Catering-Raum. Blümchen für das Auge und für den Magen ist das hier. Alles. Das ist aber jetzt schon noch das Frühstück, das wir dann später abrollen, dann ist dann noch gescheit. Bro hat hier scheinbar geprobt. Hier steht, danke für den Elbe-Raum. Wobei ich ein bisschen gebraucht habe, um das A als A zu entschlüsseln. Ich habe zuerst immer Oberhirn gelesen. Ich wusste nicht, was es ist. Kommen wir nun zur wunderschönen Stage. Rail! Nicht umfallen, ne? Ja, das kann ich. Langsam reiten. Das hier, meine Lieben, ist das wunderschöne Razel. LKA Longhorn. LKA Longhorn, wie ich natürlich weiß. Ja, hier passen 1500 Leute rein. Ich glaube, auf jeden Fall cool ist, halt ein Rockerschuppen. Sehr schöne Malereien auf der Wand und die zeigen diverse Gottheiten der Rockgeschichte. Wie zum Beispiel der Film, ein Abbild des Razels. Ganz da hinten, da musst du aber hinsehen, wir müssen auf Tiefen gehen. Und wir auf Ubitan reiten. Und ja, mal schauen, ob wir hier auch noch uns auf der Wand verewigen. Also auf jeden Fall echt eine schöne Location. Stubi, wir freuen uns, dass wir hier sind. Bis dann, bleibt dran. Sensationell! Ja, hallo, ich bin jetzt hier beim Lager gewechselt. Ich bin jetzt nicht mehr der Os von Waititi, sondern der Os von Diggis Ding. Yeah. Stugi in the house, mein Freund. Hometown. Ja, Mann. Und ich muss hier nebenher anschauen, was Os... ja, wie Os googelt. Ja, gestern habe ich einen geilen Spruch gehört. Da hat einer gesagt, der Friseur hat gesagt, ich war auf YouTube und habe so Videos gegoogelt. Aber er hat recht, YouTube und Google. Hä, bist du einer, der mir einen googelt? Also, ob du mir einen googelst. That's what she may said. Schick's mir per She-Mail, okay? Schick's mir per She-Mail. She-Mail. Oh! She-Mail. Ich gebe dir She-Mail. Oh! Ein Googler. Oh! Okay, ich glaube, es ist an der Zeit, hier rauszugehen. Tschüss. My name is OG and this is Jackass. Frisch geteerter Boden. Schnell weg! Scheiß, die Bullen! Jetzt ist gleich 18 Uhr, die Tore gehen gleich auf und wir haben jetzt noch ein Meet and Chill mit ein paar Personen, die beim Ruf-Gewinnspiel mitgemacht haben und haben sich da hereingewonnen. Und in Hamburg sagt man so, wenn wir jetzt ein bisschen chillen zusammen mit denen, oder? Genau. Würde ich mal sagen. Ich würde sagen, wir gehen auch gleich mal hin, weil die waren hier schon für 5 Minuten. Servus! Servus! Hallo! 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 Hi! Ach so! Aber ihr sollt doch nur chillen, nicht Kuchen. Nicht uns Pino. Oh, shit! Phil OGT. Da seht ihr das mal, Leute! Boah, danke schön. Hashtag. Hashtag YOLO. So wird gechillt, ja? Hier.
Ja, Leute, das ist wieder fettgechillt. Und an der Stelle müssen wir natürlich auch nochmal auf unser fettes Gewinnspiel. Ich freue mich schon so auf das Wetter. Nämlich für euch und uns gibt es die Möglichkeit, also wir gehen auf jeden Fall, aber ihr vielleicht nach Spanien auf eine schöne Reise. Eine YTD-Reise mit Workshops, mit ihr könnt Filme drehen, mit einem fetten Auftritt unsererseits. Könnt ihr dabei sein? Wird auf jeden Fall geil, wir freuen uns sehr drauf, endlich mal Urlaub für uns. Checkt in der Infobox nochmal die Links dazu und in der Infobox steht alles. Jetzt gleich mal alle, die uns vielleicht überhaupt nicht sehen wollen, hey, oder sonst was. Es gibt auch eine Playstation zu gewinnen. Also auf jeden Fall lohnenswert. Macht's da mit von Hufreisen, zusammen mit denen haben wir uns aufgezogen, fette Sache. Genau, wir machen uns fertig für den Auftritt und dann geht's raus. Bis gleich, Stuttgart auf der Bühne. Geht nicht um dein Bro, es geht nicht um dein Dad. Manche nennen sie hässlich, manche nennen sie fett. Digga, ich mein deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter. Es geht nicht um dein Bro, es geht nicht um dein Dad. Manche nennen sie hässlich, manche nennen sie fett. Wir sind jetzt hier in Studi Stuttgart. Hier müssen wir natürlich auch in Baden-Württemberg. Die Maultaschen müssen wir aufreißen, bis der Arsch plotzt. Bis der Arsch sagen. Und deswegen würde ich sagen: Drahu, 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 Hu, 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 Hu. Ah! Geil! Oh ja! Sehr geil! Eins war falsch. Wir gucken nach. Ja. Wir machen es wieder richtig. Jetzt auf die Bühne. Nein, ich zock lieber. Du hast doch vielleicht das Zock zum Star. Nein, ich zock lieber. Mach die Kiste aus und geh mal raus. Nein, ich zock lieber. Zieh dich aus und wirf dich auf mich drauf. Okay. Es war auf jeden Fall super geil bei euch hier in Studi Stuttgart. Oh mein Gott. Fresh von der Bühne. Bin frisch geduscht. Bin frisch geduscht. Frisch geduscht? Du schaust halt aus. Frisch geschweißt. Ich bin gerade von der Bühne runter. Ja, ich bin so nass wie aus der Dusche, wollte ich damit sagen. Aber es war super geil. Sehr lebend. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wir gehen zu dritt duschen. No homo. Und Maultaschen. Maultaschen.